Hi Vogue, ich bin Nick Kaufmann und ich zeige euch, was ich in der Tasche habe. Erstmal einen kurzen Disclaimer. Wenn ich irgendwas auf Deutsch sage, wo die Grammatik komplett falsch ist, das ist, weil ich in Deutschland noch nie auf der Schule war. Das ist eine Dior Lingo 50 Tasche in Olivenfarbton. Ich habe viele Taschen, aber ich benutze immer dieselben, weil so irgendwann hat man einfach so seine Lieblingstaschen. Fangen wir mit meinem iPad an. Ich lebe basically nur, weil mein iPad existiert. Das ist so das Coolste, was ich ever gekauft habe. Ich mache alles hier, ich gucke Filme, ich male, ich bearbeite Videos, scrolle durch Instagram. Also ohne mein iPad würde ich einfach sterben, so. Als nächstes auf die Liste von super langweiligen Sachen, die alle Leute auf dieser Show dabei haben. Ich habe Parfüm und Deo. Und es ist diese richtig räudige Plastiktüte, die ich irgendwann am Berlin Flughafen bekommen habe, weil die meinten, dass ich ohne die Plastiktüte nicht fliegen darf. Und dann dachte ich mir so, wow, das ist echt eine große Gefahr, wenn mein Parfüm nicht in der Plastiktüte ist. Also sind die jetzt einfach immer in dieser Plastiktüte, egal ob ich Zug fahre oder fliege oder irgendwie Auto fahre. Plastiktüte bleibt seit 1,5 Jahren einfach in meinem Rucksack oder in meiner Tasche. Als nächstes mein Plüschtier, heißt nicht so auf Deutsch? Plush-Toy. Es ist eine Biene. Ich finde Bienen super cool. Aber ich habe auch mega viele davon. So, ich habe jetzt dieses Mal die Biene dabei, die ist recht neu. Ich habe auch so eine Schildkröte, die ich auch zu Hause habe. Ich finde Leute, die so kein Plüschtier haben, so super weird. Du musst es natürlich nicht überall mitschleppen, aber so irgendwie hast du so eins. Weißt du, so, ich hatte so als Kind immer so einen Fuchs. Den habe ich immer dabei gehabt und den wollte ich auch nie wegwerfen, weil den habe ich immer noch. Die Biene hat noch keinen Namen, weil die relativ neu ist, aber die anderen haben einen Namen. Deswegen, falls ihr eine Idee, ich brauche einen Namen für die Biene. Aber die ist super süß, mega weich, mega bequem zum Schlafen, so. Man kann so im Flugzeug schlafen. Und das ist halt die Biene. Haarspray. Ich habe immer Haarspray dabei, ich benutze super viel Haarspray. Ich habe so indische Haare. Und die sind ein bisschen schwierig zu kontrollieren. Ich glaube, das ist vielleicht nicht so gut für meine Haare. Aber weißt du so, Beauty is painful. Ja, also Haarspray, großer Fan davon. Meine Haare vielleicht eher weniger. Und das habe ich immer dabei. Und dann mein Föhn. Ich habe ihn auch immer dabei. Also ich komme so in mein Hotelzimmer an, in mein Airbnb, stecke erstmal deren Föhn aus und stecke meinen rein. Das sieht auch einfach cool aus, weißt du, wenn ich so Haarvideos mache und so. Also Föhn und Haarspray, immer dabei. Wenn ich einen Ort in meiner Tasche dabei haben könnte, dann wäre es Singapur. Ich bin in Singapur aufgewachsen. Das ist so meine Heimat, so my home. Und ich war auch mega, mega lange nicht da, wegen Corona, die ganze Pandemie und so. Meine Familie ist noch da. Ich vermisse halt Singapur so mega doll und würde super gerne einfach so Singapur in meiner Tasche haben. Dann würde ich es vielleicht ein bisschen weniger vermissen. Fangen wir jetzt beim Stativ an. Ich habe zwei Stative. Das Stativ Nummer 1, das kleine Stativ, das ist super basic, von Amazon irgendwie für 10 Euro bestellt. Aber ja, habe ich oft dabei. Und als nächstes mein Handy. Ja, ist mein Handy so. Hat eine schöne Hülle. Ich benutze mein Handy irgendwie, glaube so 10 Stunden am Tag. Diese Woche waren es 9 Stunden, 19 Minuten. Yeah, don't do this at home. Dann habe ich mein Handy. Ich habe zwei Handys. Das ist mein altes Handy. Es ist ein iPhone 8 Plus. Das andere ist ein iPhone 13 Pro und das benutze ich nur für Sachen wie so Two-Factor Authentication, so Zeug. Ich kann auch kurz mal mein Hintergrundbild zeigen, das ist bei beiden Handys gleich. Das ist meine kleine Schwester, die heißt Sophia, die ist mega süß. Das ist Stativ Nummer 2. Im Notfall kannst du es auch als Selbstverteidigung, Waffe benutzen. Ich weiß nicht, ob das wirklich klappen würde oder nicht. Und ich schätze mal, bei meinem Körper, meine 63 Kilo, dass es wahrscheinlich sowieso nicht gut enden würde. Dann habe ich meine Aperture Bag. Und da drin ist ein MC Light. Das kleine Ding hier macht super krasses Licht. Und ich kann es hier an mein Stativ ranschrauben. Es hat hinten Magnete, ich kann es überall rankleben. Und die Batterie hält irgendwie so eine Stunde lang auf so 75% Power so. Deswegen so dieses Teil, ich liebe es auch. Ich habe es immer dabei. Es ist immer aufgeladen. Das ist so wirklich so mein Baby so. Meine Vlogcam. Die ist super toll, ist mega praktisch, kann ich überall mitbringen und die macht ihr Job so. Damit filme ich die YouTube-Videos. Ich habe nicht viele gepostet, aber es kommen viele. Vielleicht bis das Video draußen ist, sind da hoffentlich ein bisschen mehr. Das letzte, was ich dabei habe von meinem Influencer-Equipment, ist doppelseitiges Klebeband. Das ist super krass. Ich habe überall immer doppelseitiges Klebeband dabei und ich benutze auch so eine Rolle in so einem Monat. So, das glaubt ihr nicht. Und ich zeige es euch mal jetzt.
Also, ich nehme einmal wieder das MC Light raus. Und dann habe ich einmal hier mal so mein Handy. Man kann zum Beispiel, wenn man so Natural Lighting will und sein Stativ nicht irgendwie vor dem Fenster aufstellen will oder du kein Stativ dabei hast, packst du einfach hinten das doppelseitige Klebeband drauf. So. Und dann klebst du es einfach so am Fenster. Und dann ist das Lighting immer gut. Und dasselbe geht auch mit meinem MC Light. So, dann kann ich das Licht vielleicht so ein bisschen mehr seitlich haben oder überall, wo die Magnete halt nicht funktionieren. Das benutze ich einfach so jeden Tag, weil kann ich so meine Videos machen. Okay, next. Meine Fake-Brille. Da sind keine Gläser drin. Ja, ich trage nicht einfach so eine Fake-Brille. Das ist schon eine Story dahinter. Natürlich wie irgendwie alles andere in dieser Bag. Das ist meine Brille aus der 8., 9. Klasse. Ich bin erstmal super blind. Das müsst ihr erstmal so verstehen. Ich kann wirklich gar nicht weit sehen. Ich habe so minus 4, glaube ich. Minus 3,75. Und das heißt, dass ich einfach eine Brille oder Kontaktlinsen brauche, um irgendwie ein normales Leben zu führen. Die Brille hat aber nur minus 3 gehabt. Aber ich hatte die die ganze Zeit dabei, weil ich fand die mega cool. So schwarzes Holz mit diese kleinen Dinger dran. Dann dachte ich mir irgendwie vor so ein paar Tagen so, die wäre eigentlich so voll das coole Accessoire, aber ich kann durch die ja nicht sehen. Da habe ich einfach so wirklich so die Gläser rausgemacht. Und jetzt trage ich die einfach so als Mode-Accessory. Passen auch voll gut zu meinem Outfit. Deswegen lasse ich die jetzt, glaube ich, einfach an. Dann natürlich habe ich meine echte Brille dabei. Die brauche ich ja zum Sehen, wenn ich keine Kontaktlinsen tragen will. Die sieht aber nicht so cool aus. Die ist eher so eine Opa-Brille, finde ich, im Vergleich zu die hier. Jetzt sehe ich absolut gar nichts, weil ich Kontaktlinsen drin habe. Aber die ist cool. Ich trage die nicht sehr oft, weil ich fast jeden Tag einfach aufstehe und Kontaktlinsen trage. Aber ich sage wirklich so, wenn ich verkatert bin und keinen Bock habe, dann trage ich die hier. Dann habe ich meine Kontaktlinsen. Ich nenne die auf Englisch meine Vision Subscription. Weil ich zahle quasi monatlich eine Gebühr, um zu sehen. Ist richtig cool, wie meine Netflix-Abo oder so. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Was ist das? Das sieht aus wie so eine Kartoffel, die man so auf dem Grill legt im Sommer. Aber es ist keine Kartoffel, sondern eine Kiwi. Ich esse tatsächlich jeden Tag eine Kiwi. Die haben super viel Vitamin E, was für deine Haut mega gut ist. Langfristig hilft es gegen so Falten in deinem Gesicht und so. Das hilft gegen Krebs und so anderes. Krankheiten, die sich über Zeit entwickeln können. Und ich esse die immer mit der Haut, was super viele Leute super weird finden. Aber genauso wie bei, keine Ahnung, Äpfel oder was auch immer, Tomaten, sind die ganzen Vitamine auch, oder sehr viele davon in der Haut drin. Wenn ich die aus so einem gesundheitlichen Aspekt essen will, und das tue ich ja auch, dann sollte ich die mit der Haut essen. Deswegen, so, ich kann es euch mal zeigen, die habe ich schon zu Hause gewaschen. Ist nice. Als nächstes habe ich die Frucht. Ich habe immer Früchte dabei. Ich habe meistens eine Banane und eine Kiwi dabei. Wenn ich fliege, gehe ich immer erstmal zum Kiosk oder so zur Lounge und hole mir eine Banane. Dieses Mal habe ich statt eine Banane eine Cherry Moya dabei. Und das ist, weil ich die auf so eine schöne Lieferungs-App gesehen habe und dachte mir, was könnte das sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal gegoogelt, wie man die isst, nur dass ich nichts falsch mache. Und ich dachte, jetzt machen wir mal live First-Time-Taste-Testing von der Cherry Moya-Frucht. Let's do it. Ich habe die gerade aufgeschnitten. Die sieht super weird aus. Die riecht auch ein bisschen komisch, aber ich weiß nicht, ob die schlecht riecht. So, bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon mal so in asiatischen Nachspeisen irgendwo mal gerochen habe. Wir probieren das jetzt mal. Ich weiß, dass man die Samen nicht essen soll, weil die irgendwie, keine Ahnung, giftig sind oder so. Du stirbst, wenn du zu viele isst, irgend sowas. Aber ich probiere jetzt mal das Fruchtfleisch hier. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So, das schmeckt wie irgendwas, was ich schon mal gegessen habe, aber ich habe keine Ahnung, was. Irgendwie so eine... Boah, I don't know. Ich glaube, ich bleibe bei meinen Kiwis und meinen Bananen. Aber Hauptsache, ich habe was Neues probiert. Ich bin so ein Mensch, ich liebe es, neue Sachen auszuprobieren. Und bei Essen bin ich so, ich will eigentlich alles probieren. Zumindest einmal. Also ich lege mal diese Frucht weg. Die sieht nicht lecker aus und die ist auch leider nicht sehr lecker. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Geschmackssache. Okay, next. Bleiben jetzt mal bei Sachen, die man essen oder trinken kann. Mein Energy Drink Zero. Ich habe so überall immer so Cola Zero, Energy Zero dabei. Zu Hause habe ich immer eine French Press voller Kaffee.
Ich spüre auch nicht zum Koffein mehr, so seit irgendwie 2 Jahren. Aber ich bin ein riesengroßer Fan von alle Energy Drinks und Colas und Kaffeesorten und Matcha und alles auch, was mir eigentlich Energie geben sollte, aber was es nicht tut. Also wenn ich ein Lieblingsgericht in meiner Tasche dabei haben könnte, dann wäre das was, was ich sehr gerne selber koche. Meine Freunde lieben es und es ist Korean Fried Chicken. Mein Korean Fried Chicken ist wirklich crazy gut. So, ich mache richtig Fire Chicken. Null gesund, aber schmeckt so gut. So, sehr empfehlenswert. Das letzte, was Ernährung angeht, sind meine Vitamin D Tabletten. Das kennt irgendwie jeder so in Europa, so Seasonal Depression, so dass man im Winter Vitamin D Mangel hat und halt Vitamin D braucht. Ich kannte das nicht, weil ich in Singapur aufgewachsen bin. Und in Singapur gibt es keinen Winter. Es ist einfach jeden Tag Sonne und 30 Grad. Also mein erster Winter in Deutschland war so wirklich katastrophal. Also mir ging es immer die ganze Zeit schlecht. Ich wusste nicht warum. Deswegen habe ich immer Vitamin D dabei und nehme es auch immer regelmäßig, damit ich glücklich bleiben kann. Dann habe ich meine Fusselrolle. Die ist auch ziemlich selbsterklärend. Eigentlich hätte ich die fast so mit meinem Filming-Equipment reinpacken sollen, aber ich will einfach keine Fussel auf meine Klamotten, deswegen habe ich eine Fusselrolle dabei. Deswegen so Fusselrolle, selbsterklärend. Wenn ich so mit einer Person so die Tasche tauschen könnte, dann wäre es Doja Cat. Die wirkt auch so ein bisschen so crazy, so im guten Sinne, ein bisschen so extra. Aber so auf der anderen Seite, so auf TikTok und Instagram, der wirkt die so super sympathisch. Macht immer ihre Videos komplett ungeschminkt, irgendwie im Bett, wie die so da liegt. Und ich finde das so super, super cool. Und deswegen kann ich auch gar nicht einschätzen, so was die Queen von Pop gerade in ihrer Bag hat. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Das ist meine Schmuckbox. Ich habe normalerweise so eine große Bag dabei, aber die ist gerissen. Deswegen habe ich jetzt nur noch so eine Bag von so die wichtigsten Sachen. Ich werde jetzt nicht alle aufmachen, weil dann sitzen wir irgendwie noch voll lange hier. Aber das wollte ich euch zeigen. Das sind meine Uno-Ohrringe. Die sind so wirklich super, super cool. Die habe ich so auf Etsy für so 3 € gekauft. Und als ich die gesehen habe, war ich so, die brauche ich. Und noch ganz unten in der Bag, Portemonnaie, Schlüssel, AirPods. Super basic, hat inzwischen, glaube ich, jeder. Wenn es nicht AirPods sind, dann irgendwie andere Wireless-Kopfhörer. Dann Schlüssel, Portemonnaie, meine ganzen Karten, die ich, glaube ich, nicht zeigen sollte. Langsam sind wir fast fertig. Ich habe da noch mein Journal und mein Stift dabei. By the way, die besten Stifte der Welt, Pilot G2. Die benutze ich irgendwie seit 10 Jahren, nur die hier. Und dann habe ich so mein Diary, das so Journal. Ich schreibe da einfach so random Zeug rein, damit ich es nicht vergesse. Ich habe ADS, nicht ADS, so ohne das hyperaktive Ding. Das heißt, ich kann mich so super schlecht auf Sachen fokussieren. Das war immer so. Deswegen schreibe ich alles auf. Das hilft auch voll gut. So, hier habe ich so meine YouTube-Video-Ideen und so. Ich will vielleicht nicht zu viel davon zeigen. Aber es sind voll viele Ideen hier. Ich habe hier auf der anderen Seite so falsch rumgeschrieben, so meine ganzen To-Do-Listen oben mit Datum. Und so kreuze ich die Sachen raus und schreibe die halt so am nächsten Tag so weiter. Sonnenbrille, Versace, super cool, die ist rot. Irgendwo habe ich gelesen, dass wenn man rot trägt, soll man attraktiver wirken. Gleichzeitig bringt es auch die ganze Aufmerksamkeit zu meinem Gesicht. Und das ist gut, weil die Brille super cool ist. Ich will, dass Leute die sehen. Ja, einer meiner Lieblingssonnenbrillen. Ich trage die voll gerne. Die habe ich auch dabei. Im Winter benutze ich die ein bisschen weniger als im Sommer, aber die ist wichtig. Und dann als allerletztes, ich will auch nicht zu viel davon zeigen, habe ich meine Reiseversicherung. Ich bin basically nie in Deutschland so und bin immer irgendwo unterwegs. Die habe ich zum Glück noch nie benutzt. Die habe ich nur vorsichtshalber dabei. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Aber so, die ist immer da. Und ich glaube, das war's dann eigentlich. Also, das war's. Ich hoffe, ihr fandet es unterhaltsam. Das ist meine leere Tasche und ich muss jetzt alles wieder einpacken. Und sonst hoffe ich, dass es einfach so ein lustiges Video war. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bye.